Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Schwarz Nuzlocke mit mir, dem Terminus, der jetzt gerade gar nicht mehr sauer ist, dass ich die letzten zwei Folgen irgendwie... Egal! Wir wollen gerade hier weitermachen und ich glaube, ich würde gerne Blade trainieren, weil mir gerade so aufgefallen ist, dass Blade, ich glaube, ich die Arena machen muss. Wobei ich da gerade ganz gut was gucken muss. Erstmal, was soll die Scheiße hier? Mach das mal richtig. Was ist das? Kraftschub, komm, du kannst jetzt Kraftschub lernen, du bist ja hier jetzt entwickelt. Nein, fuck you! Deine Mutter will Kraftschub nicht lernen. Ja, der Kraftschub. Fuck! Das war jetzt im Grunde meine letzte Chance. Ja gut! Songklinge wäre nicht schlecht. Hallo! Egal, wir müssen jetzt ein bisschen meine Pokémon trainieren. Scopeln sie. Das ist interessant. Ah, okay. Egal, Pokémon trainieren. Weil die nächste Arena ist, wie man wahrscheinlich weiß, eine Käfer-Arena. Das für Purzel war ziemlich scheiße. Und wie man weiterhin weiß... Du musst mich verarschen, jetzt bringst du die Pflanze raus. Wie man weiterhin weiß, gibt es ein scheiß Käferpflanze-Pokémon, was dann auch scheiße für Blade ist. Alles in allem ist alles scheiße. Und das ist nicht gut, weil es ist sehr scheiße. Und ich weiß nicht, auf welchem Level die Pokémon vom nächsten Arena-Leiter sein werden. Also ist weiterhin alles scheiß. Du willst mich verarschen. Das gefällt mir nicht. Wow! Wow! Machst du auf, wenn ihr... Ne? Yay! Ins Gesicht! Mega Sauger. Ja, zum Glück habe ich nicht gewechselt. Da wäre ein bisschen doof gewesen, dass das völlig Was heißt Puzifer? Könnte ich die Scopelands geben und hoffen, dass ich einfach schneller bin als das Matrifol von Arena-Leiter. Und jetzt auch noch ein Wurmball. Wer heißt Angestellte Piera? Egal. Zack, One-Hit eigentlich nicht, weil Wurmball wahrscheinlich... Ja, Flexibilität, deine... Ich habe noch die Egelsamen auf mir. Hätte ich mir vielleicht merken sollen, weil langsam gehen meine KP weg. Hui, Klatsch, Boom. Aber egal, ich habe diesen Floor geklärt, Junge. Voll krank. Gehen wir erstmal mit Milibar bringt mir überhaupt nichts, weil Nuzlocke. Ich muss kurz was gucken. Haben wir sowas wie ein X Abwehr? Wir haben eine X-Abwehr. Das ist okay, weil das könnte ich Puzzle vergeben. Und dann überlebt vielleicht ein Käferbiss. Das ist scheiße. Das ist echt gefährlich jetzt. Ursprünglich war mein Plan, dass ich jetzt Blade trainiere. Und halt Kraftschub spamme, aber Blade kann keinen Kraftschub. Scheiße, aber Puzifer kann auch keinen Kraftschub. Aber Puzifer kann ich die Scopelands geben. Ich kann Blade auch die Scopelands geben. Ist Unlicht auf Käfer normal effektiv? Eigentlich ja. Ich weiß, dass Käfer auf Unlicht sehr effektiv ist. Aber wenn ich als Unlicht-Pokémon angreife mit einer Unlicht-Attacke... Komm, Step-Verfolgung wird das Matrifol doch killen. Bitte? Ich weiß es nicht. Ja, dann haben wir nur die Chance, Puzifer jetzt hochzuleveln. Ich gebe ja auch gleich ihm auch gleich die Scopelands. Wo habe ich sie? Flinkklaue habe ich auch noch. Und zwei Scheiß-Sims. Great. Ja, die X-Abwehr brauche ich auf jeden Fall für die Arena, weil Matrifol ist physisch. Das ist der einzige positive Ding an die ganze Sache. Dann gucke ich mal.
Dann kommst du auf eine Verteidigung von 37 plus 50%. Das nochmal 15 plus 3, 18. Du kommst auf über 50. Trotzdem ist ein Käfer bis eben sehr effektiv. Na. Das heißt, ein paar Level werden auf jeden Fall noch. Da war ich schon. Werden auf jeden Fall noch gut. Und das ist der Plan. Ich trainiere jetzt einfach Puzifer. Und ja, das Problem wäre mit Vlade ja gewesen, ich hätte. Habe ich jetzt auf Erdgeschoss geklickt? Das Problem mit Vlade wäre gewesen, ich hätte dann auf die Kaltklinge gehen müssen und die kann missen. Und das wäre schon ziemlich gay. Darum bin ich eigentlich ganz glücklich, aber trotzdem, der Kraftschub wäre halt ein relativ sicherer Kill gewesen. Also mit dem Kraftschub, ne? Ein Hypertrank. Als ob. Als ob. Auf, auf, Wusste ich, wo wir Rufwache fragst du? Ich treffe. Geilster fucking Job ever. Wenn er gewinnen muss, ist das ein scheiß Job, weil er sich verplant scheiße aus. Und hat ein Psychoproblem. Das ist, oh Gott, der arme, alte, hässliche Mann. Hui, da kommt Puzifer. Bubli und yes. Setzt Mokeli Boy. Boah, die Attacke habe ich auch noch. Aber ist es das wert, dass ich Mogelhiebend reinkomme und dann X abwehr nicht habe? Ich glaube, das ist nicht wert, Mama. Matsch. Von dem her, wenn ich jetzt ein Item trage, ist ja mein hier Raub. Bullshit. Ich würde sehr gerne einmal der Pokémon Kraftschub beibringen. Einfach weil ist ein bisschen nötig. Aber gut. Das Problem ist auch, selbst wenn ich ein neues Pokémon fangen kann auf der nächsten Route, ist das wahrscheinlich ein Boden-Pokémon, weil es dann nur Boden-Pokémon gibt, soweit ich weiß. Und das wäre auch nicht so geil, da hätte ich wieder dieses Problem. Außerdem müsste ich ja ganz... Wieso Zerschneider? Guck dir mal die Verfolgung, die gleich in deine Fresse geflogen kommt an. Oh. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht zufällig wüsste, dass du nur Konfusion kannst. Hat das Ding Bram? Ich hab doch Mogelbein gesetzt. Wie kann das schneller sein als ich? Hä? Ich bin ein neues Gesicht. Ich bin eigentlich auch ein Körper. Mit dem Kopf, wo das Gesicht drauf ist. Verstehst du? Nee, ich versteh doch nicht. Das ist das Problem. Du kleines, verdrecktes... Hat Arti Matrifol? Oder ist es noch ein... Komm, ich weiß, wie das heißt. Die Weiterentwicklung von... Angriff plus, ja sicher! Achso, für Kritz, okay. Strawickel... Pupanze ist es nicht. Schalocko und Panikon ist es auch nicht. Unlicht ist normal effektiv. Gut, dann kriege ich wenigstens mein Step. Irgendwas mit F? Ich weiß es nicht. Blöd. Naja. Folikon? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ich glaube, er hat aber die letzte Entwicklung. Also er hat ein Fuck Matrifol. Ja, das Folikon sein, die beiden. Aber er hat ein Matrifol und ein Käferbiss wird mich killen. Mit dem Verteidigungsboost vielleicht nicht. Aber wahrscheinlich trotzdem schon. Und das ist alles scheiße. Dreck gibt es Grimmack, ich zerstöre dich. Ich kann nicht paralysiert werden, das ist doch cool. Ja. So Level 30 wäre natürlich nice. Okay, das muss. Okay, ich habe eine Boost-Attacke. Weg mit dem Raub brauche ich nicht mehr. Ich habe die Scoblenz. Aber ich kann mich boosten bei den ersten Pokémon. Die zwar auch Käfer sind, aber ich setze erst die X-Abwehr ein. Mein Kumpel Champler wusste, wie das Item heißt. Das benutzt man im Leben nicht. Er wusste es, hat gefragt, er gab mir eine Antwort. Danke, Champler. Auf jeden Fall. Glauenwetzer ist geil. Ich setze die X-Abwehr ein. Booste meine Verteidigung. Dann können mich seine ersten Pokémon nicht killen.
Ah, oh, sind speziell. Oh. Dann kann ich auf Klauenmetzer gehen und alles wegmachen. Nice. Allerdings, ich gehe auch erst auf Mogelieb und dann auf den. Mogelieb, X-Abwehr. Aber ich muss erstmal die Arena. Also, ich muss erstmal durch die normalen Trainer der Arena kommen. Und dann kann ich mit Verfolgung anfangen zu one-hitten, wenn ich 1, 2, 3 Klauenmesser draußen. Ich hätte gern 3 draußen. Weil ich weiß nicht. Soll ich echt. Ich könnte natürlich nachgucken, was Arti für ein Viech hat, auf welchem Level, welche Verteidigung das dann maximal hat. Und dann kalken, wie viele Klauenmesser ich brauche, um ohne den Crit zu treffen. Crit wäre natürlich auch gut. Dann Pokémon-Trainer, ja. Oh, ich darf Kämpfi Kämpfi. Oh Gott, der Klauenmesser wäre jetzt schon... Oh Gott, Leute, du bist Ausweißer! Unratytox! Das hätte ich so gerne, weil das wirst du im normalen Spiel nie benutzen. Nie. Darum wäre es voll interessant, das mal zu haben. Egal, ich mache Mogelieb. Seine Giftattacken können mir ja nichts. Ich bin nicht Pokémon. Na, mach ich einen Klauenwetzer und guck, was es so kann. Oh, der Klauenwetzer. Ich glaube, der rettet mich. Ich glaube. Ich muss nur gucken, dass Pustefall schneller ist. Säurespeier. Warte, was macht das nochmal? Spezialverteidigung. Nee, warte, noch einmal und dann greife ich fett an. Aber das kann ich gar nicht. Jetzt habe ich halbe Spezialverteidigung. Dafür Doppelangriff. Okay. Jetzt habe ich nur noch ein Drittel meiner ursprünglichen Spezialverteidigung, aber kein Problem, jetzt wollen die nicht alles. Doppelt ist der Verfolgung weg, die Scheiße. Und ein Crit! Mama! Wie stark sind Crits in der Edition noch? Doppelt oder nur 1,5? Fach. Ich weiß echt nicht, ich bin so doof. Oh, Pico Chiller, du siehst relativ groß aus. Geh sterben. Nice, okay. Ich bin zuversichtlich, dass 2 Klauenmetzer ausreichen. Vor allem, weil ich ja noch ein paar Level vielleicht krieg. Ich hoffe, ich kann irgendwo drin. Ich wollte unbedingt wissen, was denn so ein Trainer herkommt haben. Blum, blum, blum. Krieg ich jetzt noch was? Das werde ich annehmen, sobald ich es brauche. Weil dann ist cool. Na, 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 na. In der Arena wäre es cool, wenn man aufgeben kann. Für solche Challenges. Weil wenn es mein Puzefeuer erwischt, dann hat mein Blade keine Chance. Das hat da gerade geklimpert. Ich glaube, ich habe hier noch einen Löffel liegen. Und wenn mein Blade kaputt ist, dann ist schon uncool. Hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Ich habe Mondstein. Wofür brauche ich das denn? Entwickeln sich Kieslings zur Lesserentwicklung mit dem Mondstein? Nee. Was entwickelt sich hier denn mit dem Mondstein? Oh, Dino hat keine Entwicklung. Es hat eine Mega-Entwicklung, aber da brauchst du einen anderen Stein. So, hier habe ich alles geklärt. Wo kann ich denn jetzt lang? Kann man hier überhaupt Pokémon fangen? Was ist das? Ob es auch eine passende Umfrage-Komitee ist. Was ist das denn? Ich bin nicht neugierig genug, um nachzugucken. Oh, hier ist die Arena. Das gefällt mir nicht. Da passiert doch nichts, wenn ich vorbeilaufe. Gut. Weiß ich ja nicht. Aber ein bisschen trainieren will ich noch. Level 30 wäre sehr angenehm, weil ich dann denke, ich bin schneller. Oh, die Tänzer. Vor denen habe ich ein bisschen Angst. Weil da kommen einfach 3 angeschissen. Ey, ob es. Die mache ich später. Weil ich will noch in den Straßen hier gucken. Ich weiß. Nee, warte, 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 warte. Das war schon richtig. Das war schon richtig, Mama. Hey, hey. Ah, hi, oh. Ah, nein, die Tänzer muss ich besiegen und... Ja, Hilfe. Und so, haha, du sollst dein Gesicht sehen. Ich bin ein Man in Black. Wow, das ist traurig, dass ich mir gerade überlege, dass man das gebrauchen kann. Was bist du? Kaffee melodiert der Ruhe. Jo. Okay. Nein, 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 nicht, ich habe hier etwas für dich. Gratis Limonade nehme ich an. 80 KP, soweit ich weiß. Oh, für mein Lieblings-Pokémon. Ah, nein, 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 nein
Ich höre ehrlich gesagt. Welche Gitarre? Ich weiß nicht, ob ich da Gitarre raus höre. Die Tänzer muss ich bekämpfen. Das weiß ich noch. Wow, ich hab das so lang her. Ich meine vor 2 Jahren, vor 1 Jahr. Ich bin dumm, tut mir leid. Es ist auf jeden Fall schon länger her, dass X und Y rauskam. Und natürlich davor Schwarz 2, Weiß 2. Und davon natürlich erst hier Schwarz und Weiß. Was bist du? Stratos Atelier. War das Atelier nicht die Arena? Oder verwechsel ich jetzt krass was? Nein. Wir wollen eine Region widerspiegeln. Die zeigen alle das gleiche, würde ich sagen. Wohnen schon wirklich. Wow. Langweilig. Warte, warte, was? Okay, ich bin zwar gar nicht großer Ritter, aber. Oh, ich habe kein Gift-Pokémon. Hatte ich mal eins? Nein. Weg da! Ich finde das geil, dass du ja wegtackeln kannst. Das ist nett. Ich gucke mich gerade um, ob es hier noch andere Möglichkeiten zu kämpfen gibt, bevor ich den mache. Weil den weiß ich, dass ich bekämpfen kann. Wow, 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 wow. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Da steht irgendwas. Game Freak! Oh, die machen Nintendo-Stuff! Wie Pokémon. Ich sehe mich im Wirbel vor. Nein! Nein! Das ist wieder sogar etwas wie auf die Suche nach deiner Mutter. Hast du schon mal sogar gesehen? Ja, ja, hab ich. Damals noch so ein semi-legendäres Pokémon. Das ist, glaube ich, ein Zoroa, was sich verkleidet als Mensch. Ja, das weiß ich noch. Hat man, glaube ich, mit einem Event irgendwie? Ich weiß nicht. Gibt's hier Kämpfe? Kann ich gegen Game Freak Mitarbeiter kämpfen? Das wäre eigentlich voll cool. Das wäre eigentlich voll cool. Okay, interessant. Ja, und Grafik. Die sagen mir nichts, geben die mir was. Ich bin ein Relaxo. Du siehst so auf jeden Fall aus. So viel Punkte, man kämpft wirklich in der Stärke und stärker zu werden. Du siehst ein bisschen aus wie Gary Oak von der Seite, von vorne. Was ich geil finde in Pokémon Soul Silver war das. Da konntest du den Gameboy dieses Item laden, was die modernen Töne in Gameboy-Töne umgewandelt hat, also Lieder. Weil das Remake hatte ja auch neue Lieder und das war echt das geilste Item. Das hat mich. Das fand ich toll. Das hat mir gefallen. Das fand ich schon ein bisschen Tutti-Frutti-mäßig. Okay. Hier gibt's nichts mehr, dann kämpfe ich gegen den Typis. Hab nicht viel gemacht in der Folge. Krass. Aber ein bisschen die Stadt erkundet, muss ja auch sein. Weil die ja nicht so groß ist. Also jetzt. Hey Trainer, zeig mir, was du auf dem Kasten hast. What? Der Licht auf herum, ein Wikimog. Ah, jetzt haben wir wieder die 3 Magimax. Okay. Aber egal, wenn die einzeln kommen, kann ich sie alle Mogel geben, bevor ich sie mit Verfolger töte. Ich will dich töten, ja. Aber wenn die Level 21 sind, was hat halt Arti für ein Pokémon? Wenn das Level 27 ist, dann muss ich 30 sein, um überhaupt was zu machen, ne? Weil Mogelheben kann ich es nicht, weil ich die X-Abwehr habe und davor gemustelt bin. Ich hoffe, ich bin schneller mit Cleopatra. Das will ich ja wohl so sehen, dass ich schneller bin als ein fucking Matrifol. Wobei ich das echt nicht weiß. Ist halt ein Käfer. Das Einzige, was die können, ist manchmal schnell sein. Ja, komm. Ich such. Ja, Schnauze. Ich weiß, hier war einer. Oh, an der dritte. Yo, Bitches. Oh, ich fange wieder an, Spanisch zu sprechen. Weil das so krass Spanisch ist. Ich hasse das aber, dass alle Vegimax, Solamax und so ein Shit haben. Ich will nicht 50 Mal gegen die Scheißaffen kämpfen, ey. Das einzige Schlimme, man hat... Ich war froh, das Unratytox zu sehen, weil das mal was anderes war. Aber sonst sehe ich immer das Gleiche und esse so oft diese Affen. Es ist echt wenig Unterschied hier drin bisher. Ein paar Pflanzen-Pokémon im Wald, Käfer, Pflanzen, nett, aber davor war halt alles normal und elitierbar. So gefühlt, und das war doof. Und die elitierbar war nicht toll. Ich suche jetzt den dritten Tänzer, aber wo kann der sein? Ist der an so einem Steg unten?
Weil ich habe den ja jetzt nicht hier irgendwo gesehen. Glaube ich. Nope, 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 nope. Pokémon und der Staudungsriesen. Oh ja, oh ja. Ja, hier war das Victini-Event, was ich damals noch bekommen habe. Ich habe noch auf meiner originalen Schwarz-Spiel ein Victini, das ich blöderweise nie auf X und Y übertragen habe. Ha, lustig. Also ja, hier mit aber das hier ist Victini-Event. Egal, irgend so ein Schiff. Da ist der Tänzer. Yay, oh, ich habe wahrscheinlich einen Grillmark. Woher weiß ich das? Frage. Überraschung! Weihnachten! Keine Sorge, die Folge ist gleich vorbei. Ich mach die noch fertig und dann gehe ich hoch zum Platz. Ich mach dich weg! Ich will aber gerne noch trainieren. Muss ich da echt zurück in den Wald? Weil das wäre echt uncool. Aber gibt's auch nur Käfer und Kopf-Pokémon. Cleopatra ist voll schwer am Anfang, ey. Dann kommt auch noch die Kiefer Arena. Alles scheiße. Das sage ich ziemlich häufig. Serpifeuer ist dann demnach auch ein schwerer Starter, ey. Dann kriegt man ja auch Sodanack. Dann schaffst du die Arena ja ohne Flug-Pokémon gar nicht richtig. Doof. Die Stadt sieht in den Gassen viel immens größer aus, als es ist. Hier, jetzt tanzt ihr. Komm, cool. Mmm, lecker. Das wusste ich nicht. Ja, egal, ich würde sagen, ich beende die Folge. Ich weiß nämlich nicht, ob ich einen Kampf habe, wenn ich da hochgehe. Wäre aber cool. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann auch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wo wir hoffen, dass wir unser kleines Putzziffer noch ein bisschen trainieren, dass es in der Arena eine Chance hat zu überleben. Fucking hell. Bis dann, Terminus raus und tschüss.